Einen herzlichen guten Abend zu dieser Aufzeichnung. Wir sind zum ersten Mal nicht live, weil das Format es so erfordert. Diese Aufzeichnung des transparenten Portfolio Reviews. Das ist ein neues Experiment, das wir heute Abend durchführen. Und die Idee kam dazu, dass ich seit Jahren sehr viele Portfolio-Reviews gemacht habe und man unterhält sich natürlich dann auch mit Kolleginnen und man merkt, dass das etwas ist, wo die Bandbreite sehr weit gefächert ist. Jeder, der Portfolio-Reviews gemacht hat, hat schon gemerkt, dass man gegensätzliche Reviews bekommen kann, dass die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Und wir wollen heute mal testen, ob das in diesem Falle mit unserem Gast heute auch der Fall ist. Und zwar geht es uns darum, die Position hinterher dann auch argumentativ zu vergleichen. Dass man sagt, das war jetzt das bestimmte Feedback auf die Arbeit. Unsere Experten sehen das so und so, weil. Und wir haben drei Experten heute zu Gast und ich freue mich, dass der erste schon bei uns ist. Das ist Hermann Seidel. Hermann Seidel ist 1960 in Neumark, Steiermark geboren und hat Publizistik, Romanistik, Kommunikationswissenschaften an der Uni Salzburg studiert. Und seit 1983 ist er Mitarbeiter der Galerie Fotohof in Salzburg in allen Bereichen, vor allem im kommunikationsdidaktischen Bereich. Und er selbst hat auch künstlerische Fotografie am Salzburg College studiert und ist seit 87 freier Fotograf. Einige haben vielleicht letztes Jahr das Buch Warten auf Godot gesehen, in dem Hermann Seidel die Zuschauerinnen der Tour de France am Wegesrand porträtiert hat. Hermann ist unser erster Experte und unser Fotograf des heutigen Abends, der seine Arbeiten zeigt, das ist Timo Kloss. Herzlichen guten Abend, Timo aus Düsseldorf. Hallo. Ich werde Timo nicht weiter vorstellen, weil die Selbstvorstellung ist ja auch Teil des Formats. Insofern würde ich Timo jetzt einfach bitten, seinen Screen zu teilen und dann können wir auch gleich loslegen. Ich stoppe die Uhr, 20 Minuten für den ersten Portfolio-Review. Nach 15 Minuten werde ich noch mal kurz anklopfen und werde eine Zeitangabe machen, dass Timo und Hermann wissen, dass noch 5 Minuten über sind. Und nach 20 Minuten werde ich über echten Portfolio-Reviews dann auch den Gong schlagen. Und dann gehen wir zu unserer nächsten Expertin. Das war jetzt genug des Vorgeplänkels und damit übergebe ich an Timo und Hermann. Bitte sehr. Vielen Dank, Boris. Ja, hallo Timo. Gut, also ich sehe jetzt gerade deinen Lebenslauf. Das ja auch interessante Informationen. Aber was mich noch viel mehr interessiert, wann bist du das erste Mal auf das Medium Fotografie gestoßen? Wer hat dich da inspiriert? Was hat dich dazu gebracht, dich mit Fotografie auseinanderzusetzen? Das erste Mal mit Fotografie habe ich mich beschäftigt, tatsächlich, als ich einen Auslandsaufenthalt hatte, und zwar in China. Das war vor 20 Jahren ungefähr. Und da habe ich einfach ganz simpel mit einer kleinen Kamera angefangen zu fotografieren, einfach nur, um meine andere neue Umgebung zu dokumentieren. Und viel weit habe ich mich dann damit nicht beschäftigt, denn ich hatte eigentlich großes Interesse an Film, wollte also in die Richtung Film gehen. Habe das dann auch noch mal studiert für eine Zeit lang, aber relativ schnell gemerkt, dass mir das mit der Fotografie lieber ist, weil man da relativ gut alleine arbeiten kann. Also sprich, ich brauche kein großes Team, auf dem man sich verlassen muss, sondern ich kann da relativ viel alleine machen. Das war so das Ausschlaggebende. Und dann habe ich mich halt weiter damit beschäftigt. Die ersten Fotografen, die ich so in Erinnerung habe, die ich interessant und toll fand, waren Edward Bertinsky. Der hatte nämlich damals auch zur selben Zeit ungefähr ein Buch veröffentlicht, was sich um China dreht. Und das fand ich natürlich dann besonders interessant, weil ich gerade da war. Und den anderen Fotograf war Hiroshi Sugimoto. Ja, das fand ich halt
auch eigentlich sehr schön, weil es so ja sehr reduziert und ästhetisch waren, die Arbeiten. Das sind ja beides Fotografen, die mit dem großen Format arbeiten. Spielt das eine Rolle für dich in deiner Fotografie? Oder waren das so quasi Inspirationen technischer Art oder hauptsächlich inhaltlicher Art? Schwer zu sagen. Also da ich die Bilder dann meistens nicht in irgendeiner Ausstellung gesehen habe, also es hat Jahre gedauert, bis ich, glaube ich, mal die Bilder von Sugimoto in der Nationalgalerie in Berlin gesehen habe und auch die Arbeiten von Bertinsky, ich glaube, in London bei irgendeiner Fotomesse. Ja, das hat nicht so eine Rolle gespielt. Also ich hatte diese Fotobücher und da fand ich das alles schwer einzuschätzen. Also ich glaube, es war einfach das Visuelle, was mich erstmal so angezogen hat. Okay. Ja. Und, die beiden beschäftigen sich ja mit ganz wichtigen Themen. Brudzinski beschäftigt sich mit unserer Gesellschaft, mit dem Raubbau an unserer Erde, an unserer Welt, wie wir unseren Planeten zerstören, wie Kapitalismus funktioniert. Und Sugimoto hat so einen interessanten Zeitbegriff begründet. Was hast du inhaltlich von diesen beiden fotografischen Positionen mitgenommen? Ja, Sugimoto fand ich immer so toll, weil ich ein Interview mal von ihm gesehen habe und da hat er sowas gesagt wie ja, also die Frage war, glaube ich, wie er denn dazu gekommen ist und ja, er hätte halt geträumt und dann hätte er es am nächsten Tag so gemacht und das fand ich halt sehr sympathisch, weil das, ich glaube, auch viel vom Unterbewusstsein passiert und so ähnlich ist das bei meinen Arbeiten auch. Man hat eben gar nicht für alles so eine triftige Erklärung, sondern passiert eigentlich immer ganz viel und ja, man weiß nicht warum. Und das fand ich zumindest in den Arbeiten immer ganz, ganz toll. Ja, und bei Bertinsky, ja klar, die Themen eben Raubbau an der Natur, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das bei mir, dass ich mich daran irgendwie auch abarbeite. Aber letztendlich ist das natürlich eine große Krise, in der wir leben, das geschieht. Und in irgendeiner Form hat das natürlich auch Auswirkungen auch auf uns. Mhm. Ja, aber vielleicht ist es ganz gut, das mit China war gar keine schlechte Überleitung. Vielleicht kann ich mal anfangen, die Arbeiten zu zeigen. Genau. Ja, dann ist das ja alles ein bisschen durcheinander gekommen. Aber gut, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich zwei Serien mitgebracht. Einmal meine älteste Serie, die nennt sich White Rooms. Die ist von 2007 bis 2014 entstanden und umfasst insgesamt 14 Werke. Und ja, die Inspiration eben war dafür diese besagten Auslandsaufenthalte, die dann es mir ermöglicht haben, mal eine andere Kultur kennenzulernen und in einer anderen Gesellschaft zu leben, aber auch unsere eigene von außen zu sehen. Und ja, jedes dieser Werke hat halt stellt ein anderes Verhaltensmuster da. Also das Ziel war es, gängige Verhaltensweisen und Veränderungen unserer Gesellschaft darzustellen. Und ich habe hier auch nochmal ein Bild mitgebracht, wie dieser ursprüngliche Aufnahmeraum aussieht. Also ich habe tatsächlich eine Person fotografiert, eine und dieselbe Person, die sich auf dieser großen Fläche vor mir bewegt hat. Und ich stand halt mit der Person per Funk in Kontakt und habe ihr gesagt, wie sie sich zu bewegen hat und habe dabei kontinuierlich fotografiert. Und ja, dabei sind dann Hunderte und Tausende Fotos entstanden, die ich dann eben in der Nachbearbeitung die Person rausgeschnitten habe und zu den Mustern dann eben zusammengesetzt habe. Und ja, übergreifende Themen würde ich sagen, dann Anonymität und Austauschbarkeit, aber durch diese erhöhte Perspektive auch Überwachung und Transparenz.
ja, und die strikte Ordnung teilweise, ja, Anpassung und wie weit wir uns angepasst haben an eine computergelenkte Welt. Und ja, ich gehe jetzt hier einfach nochmal durch. Denn dann kommen auch noch ein paar Ausstellungsbeispiele, wie ich die Arbeiten präsentiere. Und zwar tue ich das als Leuchtkästen. Die haben jeweils eine Größe von 65 mal 150 Zentimeter. Mhm. Und in einigen Fällen habe ich noch so kleine Acrylinstallationen gebaut, bei denen die Personen dann je nach Position im Bild auf eine einzelne Acrylschicht gedruckt wurden und das Ganze dann eben hintereinander montiert wurde, um diesen ursprünglichen Aufnahmeraum auch wieder abzubilden. Okay, und aus wie vielen Bildern besteht die Serie, sagst du? Aus 14? 14, genau. Ich kann noch mal zur Übersicht zurückgehen, wenn du magst. Mhm. So, genau. Okay. Ja, insgesamt sind das 14 Bilder. Ja, ich könnte aber auch weitermachen mit der nächsten Serie. Ich sehe nämlich, wir haben schon 10 Minuten runter ungefähr. Ja. Ja, ich finde das auch gut. Zeig mal die Bilder deiner zweiten Serie und wir können ja dann jederzeit noch zurück. Genau. Und zwar nennt sich die Serie Compound Effect. Eigentlich ein Begriff aus der Finanzwelt, der eine Anlagestrategie beschreibt, okay. Bei der man Gewinne reinvestiert und sich das Ganze akkumuliert und ja, dann man immer mehr Gewinne macht. Aber ich fand das eben in Bezug auf unsere Gesellschaft ganz interessant, denn ich bin der Meinung, zumindest die westliche Welt schlittert auch von Krise zu Krise und das Ganze läppert sich halt auch und verstärkt sich und verschlimmert sich. Mhm. Und ich habe hier auch noch mal ein Vorherbild mitgebracht. Und zwar sieht das so aus. Und dass man das mal vergleichen kann, denn die Bilder bearbeite ich oft ja weiter. Es ist halt so, dass ich, wenn ich irgendwo vor Ort bin, durch eine Stadt oder sonst irgendwo langlaufe und dann diese Orte, Architektur oder was auch immer finde. Und kurze Zwischenfrage, ist das Prag? Ja, das ist Prag, genau, gut okay. Erkannt. Ja, und ich entdecke dann diese Sachen und bin dann selber fasziniert, teilweise auch beängstigt oder eingeschüchtert davon und ja, mache dann da teilweise über mehrere Stunden oder mehrere Tage Fotos aus unterschiedlichen Perspektiven, wenn es das Wetter zulässt. Und ja, dann habe ich halt, so stelle ich halt die Arbeiten fertig. Und ja, die Arbeiten, also es ist die neueste Serie, sind in den letzten 3 Jahren entstanden. Bis jetzt gibt es 10 Arbeiten, die in ganz unterschiedlichen Ländern entstanden sind. In Deutschland, eben Tschechien, dem Iran und in Kanada. Und ja, oft weisen die Orte irgendwie so Zeichen von Verwahrlosung oder Zerstörung auf. Und auch der Mensch kommt nur selten vor, meist ganz abgewandt vom Betrachter oder versteckt im Hintergrund. Und ja, obwohl die Orte ja eigentlich menschgemacht sind, repräsentieren sie für mich irgendwie so die Willkür und Aggression, denen der Mensch ausgesetzt ist, und sind eigentlich irgendwie ein ganz gute Metapher für den jetzigen Zustand unserer Gesellschaft. Mhm. Ja, und was sich noch geändert hat zu den Serien, die ich vorher gemacht habe, dass ich jetzt, statt die Arbeiten durchzunummerieren, jedem Bild einen Titel gegeben habe. Mhm. Und ja, zu guter Letzt noch eine relativ neue Arbeit, die ein bisschen surrealer ist, aber einen ganz guten Bogen zu der ersten Arbeit eigentlich schlägt. Mhm. Ja, das wäre es jetzt erstmal so von der Präsentation von den Bildern.
Okay, und diese letzte Cold Cloak, ist das eine ganz neue Serie? Aus wie viel Bilder hast du da dazu schon erarbeitet? Tatsächlich nur dieses eine. Okay. Ich habe natürlich noch mehr Ideen, aber ja, es ist alles noch in der Mache sozusagen. Okay. Und ja, von der anderen Serie, also dieser neueren Serie Compound Effect, habe ich leider keine Ausstellungsansichten. Aber ich habe vor, das eher ganz traditionell zu präsentieren, also sprich gedruckt und gerahmt. Und ich sehe auch die Größe 70 mal 80 Zentimeter, so mittelgroß. Genau. Und auf was für ein Papier würdest du diese Arbeiten präsentieren? Also ich würde mich jetzt nicht als großen Experten für Druckverfahren etc. beschreiben. Ich arbeite da mit einem ganz netten Drucker in Berlin zusammen, die mich da beraten. Ja. Also es sind digitale Vorlagen, genau. Oder? Digitale Dateien und du würdest so Pigmentprints machen. Ja. Okay. Gut. Ja, also ich sehe einen sehr dystopischen Charakter in deinen Bildern, egal um welche Serie es sich da handelt. Interessant ist, dass du dich so in deiner am Beginn deiner fotografischen Arbeit sehr distanzierst von der Welt, dass du dann aber wieder in die Welt zurückkommst aber dieser dystopische Charakter, der bleibt tatsächlich immer da, egal ob du jetzt Menschenmassen zusammensetzt aus Einzelbildern und das einzelnen Figuren und damit einen visuellen Kommentar abgibst zu Tendenzen unserer Zeit, ich würde sagen, zur Vereinsamung, zu all dem, all das, was du bereits erwähnt hast, Überwachung, der Verlust der Individualität, also das spricht alles aus den White Rooms. Mir sind diese White Rooms ein bisschen zu slick und zu mechanisch, auch wenn du da unterschiedliche Formen reinbringst und das interessant präsentierst mit dem Licht, das so von innen nach außen strahlt, da nimmst du die Kälte ein bisschen weg, die in diesen Arbeiten steckt. Das ist mir zu einfach zu dystopisch, zu weit weg von der Fotografie. Da bin ich zu sehr Fotograf und dem Bild verhaftet, dass ich... Kurze Ansage, noch 5 Minuten. Dass ich mit diesen Arbeiten... ich finde sie auf den ersten Blick interessant, aber ich kann mir vorstellen, dass dann die 15. und die 16. und die 17. Arbeit sehr ähnlich sind wie die vorhergehenden, sich nur durch die Form unterscheiden. Aber ich die Bilder sind zu offen und die Geschichte ist für mich nicht so genau definiert. Hingegen bei Compound Effect, da gehst du schon viel direkter an das Thema ran. Und da ist auch mehr Bezug zu unser aller Leben, zu unserer Umwelt vorhanden. Also, das finde ich jetzt ungemein spannender, vor allem, weil du auch die Bilder in ganz unterschiedlichen Kontexten findest. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Grad du sie dann noch bearbeitest, aber das spricht mich jetzt mehr an. Das finde ich jetzt die stärkere Geschichte, wo die Geschichte, die in den Bildern steckt, mit dem visuellen Teil eine Harmonie eingeht.
Das ist für mich jetzt, kannst du vielleicht noch mal kurz zurückklicken bei Effekt? Ja, also genau, diese Stadtbilder, die erinnern mich auch zum Beispiel an Arbeiten von Piate Gyutschow, die auch sowohl in der Natur wie so urbanes Ambiente vollkommen aus der Retorte entstehen hat lassen. Und das sind deine Bilder sind die sind sehr stark noch immer bei uns und unserem Leben. Und das finde ich interessanter. Auch die formale Gestaltung. Es ist alles sehr aufgeräumt, aber trotzdem in diesem Aufgeräumten ist auch gleichzeitig der Bruch zu sehen. Und ich würde dich auf jeden Fall bestärken, bei dieser Serie weiterzuarbeiten. Mhm. Also Compound Effect. Das ist für mich da sprichst du auch relevante Dinge der Fotografie oder der Menschheit an und da kann ich besser damit umgehen. Also ich kann mir das auch als Publikation sehr gut vorstellen, weil die Bilder sich sehr gut abwechseln und aber trotzdem immer einen gemeinsamen, also wenn du jetzt von diesem Stadtbild zu diesem Landschaftsbild gibst, da sehe ich trotzdem Bezüge darin, Bezüge zwischen diesen beiden Bildern und auch Bezüge zum nächsten Bild wieder. Und das macht für mich das macht für mich diese Arbeit sehr interessant, dass es da immer so einen gemeinsamen Nenner gibt. Formal sehen die Arbeiten völlig unterschiedlich aus, aber trotzdem dieser gemeinsame Nenner, der ist immer da, immer spürbar. Und also zu dem zu Cold Cloak muss ich sagen, da geht es mir, wenn dieser Eingriff derartig sichtbar wird, dann tue ich mir schwer. Also ohne diese Silhouetten würde mir dieses Bild besser gefallen. Nur mit den Armen, die hier am Asphalt liegen, die hier. Wenn der Eingriff, der manipulative Charakter zu offensichtlich wird, dann kann ich persönlich auch nicht mehr so viel anfangen mit der Fotografie. Das war Anfang der 80er Jahre, als Assis und Couchet in New York Münder und Augen aus menschlichen Körpern entfernt haben. Das hat sich auch sehr schnell herausgestellt, dass man diesen Weg oder diese Möglichkeiten der digitalen Fotografie in der Kunst weniger einsetzen wird. Und dann auch in der Folge auch eingesetzt hat. Hiermit sind die 20 Minuten vorbei. Das ging sehr schnell. Einen herzlichen Dank an Timo fürs Präsentieren und einen Dank an Hermann für das Feedback. Hermann kann sich jetzt zurücklehnen und weiter mit zuschauen und Timo muss wieder von vorne anfangen. Wir haben jetzt hier schon in der Warteschlange unsere zweite Expertin, Nadine Isabel Henrich. Und was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ich bin ja nicht alleine. Ich habe heute Abend noch Andreas Drogisch bei mir, einen Kollegen von der DFA, der mit mir auch moderieren wird. Wir werden uns die Bälle hin und her werfen. Und Andreas ist deswegen dabei, weil wir sind so Antipoden. Also ich habe in den letzten 10 Jahren vielleicht über 200 Portfolio Reviews gemacht und Andreas Drogisch keinen. Und insofern schauen wir von unterschiedlichen Erfahrungswerten auf das, was jetzt hier in den verschiedenen Runden stattfindet und haben wahrscheinlich auch hinterher andere Fragen. Andreas, möchtest du unsere nächste Expertin vorstellen? Ja, kann ich gerne. Dann lasse ich sie mal rein. Ja. Okay. Allerdings bin ich jetzt hier gerade wieder mal
ins Schleudern gekommen. Also, wir haben als nächstes Nadine Isabel Henrich. Und ich muss das jetzt mal ein bisschen nach Textvorlage machen hier. Sie ist Kuratorin, Doktorandin in Kunstgeschichte und Forscherin mit den Schwerpunkten Fotografie, Medienkunst und synthetische Medien. Aus Berlin, ihre kuratorische Arbeit untersucht die Politik der Sichtbarkeit und konzentriert sich auf Fotografie und digitale Kunstpraktiken. Sie hat ein Masters of Arts, MA, in Kunstgeschichte von der Humboldt-Universität in Berlin und studierte kuratorische Studien in Frankfurt am Main, nehme ich an. Sie interessiert sich für erweiterte kuratorische Praktiken, einschließlich des Aufbaus von Gemeinschaften, Koalitionen, das Commoning. 2021 bis 2023 ist sie Curational Fellow von Museum Curators of Photography, einem Kooperationsprogramm unter anderem mit dem Museum Folkwang und dem Fotomuseum Winterthur, gefördert von der Krupp-Stiftung und der Halbach-Stiftung. Außerdem ist sie Visiting Curational Fellow an der Getty Research Institute in Los Angeles. Das, was man der Webseite der DFA entnehmen kann. Und da sage ich mal Hallo zu Nadine Isabel Henrich. Es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben bisher nur E-Mail-Kontakt gehabt. Genau, und, hi, ich freue mich. Das ist die Verbindung live aus Amerika. Korrekt. Ich bin gerade in New York, genau. Eine wunderbare Verbindung. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir machen das über einen richtigen Portfolio-Review. Wir steigen gleich ein. Mhm, super. Und wir haben jetzt hier als Fotografen Timo Kloss aus Düsseldorf, der seine Arbeit Hallo. Hi, freut mich. Und wir nehmen uns jetzt zurück. Ich schalte die Uhr ein und so nach 15 Minuten klopfe ich kurz an, sage noch 5 Minuten und in 20 Minuten geht es dann weiter mit unserem dritten Experten. Bereit? Super. Jawohl. Gut, dann kann es losgehen. Bitte sehr. Hallo. dann stelle ich mich erstmal kurz vor. Also ich bin Timo Kloss. Ja. Ich lebe und arbeite seit kurzem in Düsseldorf, habe 2011 meinen Abschluss in visueller Kommunikation gemacht und arbeite seitdem künstlerisch mit Fotografie und Video. Im Zentrum meiner Arbeiten steht der Mensch. Ich bin fasziniert von seinem Verhalten und den Widersprüchlichkeiten und Zwängen, denen er unterliegt. Und ja, ausgehend von meinen Gefühlen zeige ich ihn in Bezug zur Gesellschaft, seiner Umgebung und sich selbst. Und ich habe dazu zwei Serien mitgebracht, einmal die älteste und einmal die neueste. Und ich fange jetzt mit der älteren an. Die nennt sich White Rooms und ist von 2007 bis 2014 entstanden. Also immer, wenn du eine Frage hast, unterbrich mich ruhig oder wenn du irgendwas anmerken willst, sonst höre ich wahrscheinlich nicht auf. Und genau, insgesamt gibt es 14 Arbeiten dazu. Und mein Ziel war es, gängige Verhaltensweisen und Veränderungen der Gesellschaft darzustellen. Und die Inspiration dazu kam durch mehrere lange Auslandsaufenthalte. Mhm. Und da hatte ich halt die Möglichkeit, in einer anderen Gesellschaft zu leben und noch viel interessanter, unsere eigene Gesellschaft auch mal von außen zu sehen. Und ich würde gerne erstmal kurz erwähnen, wie das überhaupt hier alles gemacht wird. Und zwar habe ich da ein Foto zu. So sieht das ursprünglich aus. Das ist ein großer Parkplatz. Und ich stehe halt so erhöht auf einem Parkhaus und stehe mit der Person da unten in Funk in Kontakt und sage dann, wie sie sich zu bewegen hat und fotografiere sie dabei kontinuierlich. Und dabei entstehen tausende von Fotos, die ich dann nachher digital einzeln ausgeschnitten habe und dann immer zu diesen Formationen zusammengefügt habe. Und ja, weil jedes Foto hat ja eine eigene Formation sozusagen, aber da gibt es natürlich einige übergreifende Themen wie Anonymität und Austauschbarkeit oder auch Anpassung und durch diese erhobene oder erhöhte Perspektive auch Überwachung, Transparenz und durch die teilweise strikte Anordnung vielleicht auch noch hinterfragt das Selbstbestimmung, Freiheit
und eben wie weit man sich schon angepasst hat an eine computergelenkte Welt. Darf ich dazu vielleicht gleich eine Frage stellen oder was anmerken? Spannende Arbeit. Ich habe das Gefühl, Danke. Es geht ja auch viel um, also ästhetisch angelehnt an Form von Datenvisualisierung oder Statistik. Und meine Frage ist eine, und zwar diese Wahl dieses Hauptakteurs, den du dann im öffentlichen Raum choreografierst und zum Kollektiv machst, durch diese Personenkonstellation, das ist ja eine spezielle Wahl. Erstens scheint es erstmal eine männliche Person und zweitens, die Kleidung ist auch spezifisch. Ja. Wie hast du diesen Prototyp deines Akteurs hier hergestellt? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger der Not geschuldet, so ein bisschen. Mhm. Die Arbeit ist ja jetzt schon sehr alt, also 15 Jahre. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich lieber mich selber fotografiert, aber ich stehe ungern vor der Kamera. Letztendlich habe ich dann ja jemand, der mir nahe steht, genommen, weil das war, was fotografiert, was funktioniert hat. Die Wahl des Kleidungsstückes, den Hoodie, ja, das war damals also zum einen mein Lieblingskleidungsstück, zum anderen auch der Versuch einfach, das noch weiter zu anonymisieren, also dass man nicht hätte sehen können, wer da drin ist, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn die Bilder größer werden und allein durch die Bewegung und so weiter sieht man natürlich, dass das eine männliche Person ist, aber im Prinzip, also für mich ist das halt eben nur ein Platzhalter, wo sich jeder andere Mensch auch drin wiederfinden kann. Also es ist ein Versuch von Reduktion und Standardisierung, wie man das jetzt sich vorstellen könnte, auch bei einer Spielfigur, bei einem Gesellschaft. Ja, genau, absolut. Also, oder Gaming. Du hast das eben schon eigentlich super auf den Punkt gebracht. Eine meiner größten Inspirationen seit meiner Kindheit sind diese Statistiken, die es gibt. Mhm. Und damals in der Schule hatten wir so tolle Bevölkerungspyramiden. Und da war dann unten immer so ein Symbol für eine Frau und für einen Mann und für ein Kind. Und bis jetzt hat das immer noch großen Einfluss. Und ja, ich glaube, in der Arbeit kommt das noch mehr hervor, weil der Rest halt auch so reduziert ist. Also dieser weiße Raum da ist halt wie auf einer Seite Papier. Und darf ich dich noch kurz zu diesem Choreografie-Aspekt befragen? Also die Konstellation der Figuren im Bild resultiert aus den Positionen, die du für Funkanweisungen dem Akteur gegeben hast in dem Fall? Oder ist es dann ein rein, sag ich mal, gestalterischer, digitaler Prozess, in dem du den vervielfältigten Einzelcharakter anordnest nach einem Schema, das dich interessiert? Also es war so, bei den meisten Aufnahmen hatte ich tatsächlich vorher schon eine Formation im Kopf und habe dann tatsächlich der Person gesagt, wie sie sich zu bewegen hat auf dieser Fläche. Und habe dann nachher nur diese Form daraus gebildet. Aber nachdem ich halt ein paar Mal fotografiert hatte, hat sich halt so ein Wulst schon von Personen oder unterschiedlichen Positionen auch angesammelt, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, ja, ich muss ja gar nicht mehr fotografieren gehen, ich kann ja das nehmen, was ich habe und daraus wieder neue Formationen bilden. Und die Arbeit ist ja über 7 Jahre hinweg entstanden. Teilweise habe ich auch nur ein Bild pro Jahr gemacht, also sind wahnsinnige Abstände dazwischen. Was auch, vielleicht kann man das hier sogar noch sehen, denn heutzutage könnte ich da gar nicht mehr fotografieren, denn diese Büsche, das war damals eine meiner großen Sorgen, dass ich im nächsten Sommer das vielleicht nicht mehr so fotografieren kann, weil das schon weiter hochgewachsen ist. Und ich war vor einiger Zeit noch mal da und das ist tatsächlich so, dass das jetzt ungefähr bis in die Hälfte des Bildes reinreicht. Also ich könnte das so nicht mehr machen. Und darf ich dich dazu noch eine Sache fragen, die wichtig für mich ist, um das zu verstehen in der Arbeit? Also hier ist ja der öffentliche Raum wichtig, in dem du das aufnimmst. Und diese Fläche, die du da ausgewählt hast, ich nehme mal an, das ist ein Parkplatz von irgendeinem... Ja, das ist ein großes schwedisches Möbelhaus. Ah ja, okay. Und in deiner
resultierenden Arbeit in diesem, und der Name ist ja auch White Rooms, also das scheint ja eine Wichtigkeit zu haben, dass der Raum abstrakt weiß monochrom ist. Warum wählst du den Raum so zurückgenommen, der ja dann sich fast an so eine Art Bildträger oder White Cube anlehnt? Und trotzdem geht es ja irgendwie um vielleicht den menschlichen Körper in Choreografie im öffentlichen Raum. Aber wieso nimmst du ihn komplett zurückräumlich? Also ich würde nicht sagen, dass es mir um Choreografie geht, auch nicht so wirklich im öffentlichen Raum. Ich würde auch da sagen, dass das wirklich ganz pragmatisch war. Das ist ein bisschen so durch Zufall entstanden, weil ich irgendwann mal in Photoshop gearbeitet habe und eine Person freistellen wollte und dann immer einfach um die Person herum so rausgelöscht habe und dann immer diesen weißen Hintergrund eingeblendet habe, um zu gucken, okay, sind da irgendwo noch irgendwelche Schnipsel übrig geblieben? Und irgendwann dann rausgezoomt und plötzlich mehrere Personen dort standen. Oh ja, das ist ja irgendwie interessant und was kann man denn damit machen? Und im Endeffekt brauchte ich dann eigentlich nur einen Raum, wo sich die Person tatsächlich ungehindert so vor mir bewegen kann. Jemand anders hat das mal als performativ auch beschrieben, was ich gar nicht so falsch finde, denn auch einige der neuen Arbeiten, wo ich teilweise selber jetzt auch vorkomme, finde ich dann auch teilweise ja performativ, muss ich sagen. Was ich auch interessant finde, ist der Aspekt, dass du ja eine Sprachanweisung gibst dem Akteur, den du dann fotografierst. Also es gibt so eine Übersetzung von deiner Anweisung, die du in Worte fassen musst, die der andere dann mit seinem Körper da interpretiert und daraus resultiert dann dein Standardakteur, der dann im Bild auftaucht. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie auch so ein, Hierarchie spielt ja, glaube ich, auch eine große Rolle hier in der Arbeit und letztendlich diese Befehlsstruktur, also das ist ja das, was ich da auch mache. Also ich gebe ja sozusagen einen Befehl, den die andere Person dann eben zu folgen hat. Und noch ganz kurz, weil du hattest am Anfang ja Verhalten, Widersprüche, Zwänge erwähnt. Wenn ich mir jetzt Zwänge und Widersprüche anschaue oder vor meinem inneren Auge aufrufe, dann würden die vielleicht anders aussehen als diese Bilder, die vielleicht auf der anderen Seite des Spektrums sind, gerade weil es so eine Art von Gleichschaltung oder Kollektivkörper entsteht durch diese wo siehst du da diese Zwänge und Widersprüche oder wo werden die für dich greifbar? Diese Einführung, die ich da gemacht habe, ist so ein bisschen allgemeiner, war jetzt nicht speziell für die Arbeit, weil ich wollte ja noch eine zweite Serie zeigen. Dann komme ich vielleicht noch dazu. Ich wollte noch kurz zeigen, wie ich die Arbeiten präsentiere, und zwar als Leuchtkästen. Die haben jeweils eine Größe von 65 mal 150 Zentimetern. Weshalb der Leuchtkasten? Das war so, dass ich die Bilder natürlich immer am Computer bearbeitet habe und dieser Bildschirm leuchtet natürlich so schön. Und habe dann irgendwann natürlich mal Prints gemacht und war dann sehr enttäuscht, weil das alles ganz platt und lahm aussah. Und habe mich dann eben dazu entschieden, okay, ich versuche das mal zu hinterleuchten, dann kommt das eben meinem Arbeitsplatz auch so ein bisschen wieder gleich. Und so ist das mit den Leuchtkästen entstanden. Aber ich habe auch in einigen Fällen auch noch so kleine Installationen gebaut aus Acryl, wo die Person eben nach ihrer Position auf einzelne Acrylplatten gedruckt ist. Und dadurch entsteht dann tatsächlich wieder eher so ein Raum, der dem ursprünglichen Aufnahmeraum ähnelt. Ja. Genau, dann mache ich direkt weiter. Was ist jetzt hier los? So, die zweite Serie, die neueste Serie, nennt sich Compound Effect. Das bezeichnet eigentlich eine Anlagestrategie, nach der man seine Gewinne immer reinvestiert und sich das Ganze akkumuliert und ja, das immer mehr wird. Aber ich fand das halt eben in Bezug auf unsere Gesellschaft ganz interessant, weil ich da auch den Eindruck habe, man
man schlittert so von Krise zu Krise seit gefühlt 20 Jahren und das Ganze verstärkt sich halt auch immer weiter. Und das war dann so die Inspiration sozusagen. Und ich habe hier auch nochmal so ein Vorher-Nachher-Bild, um zu sehen, dass die Räume oder die Orte, die ich da fotografiere, nicht immer so auch sind, wie sie dann im finalen Bild aussehen, sondern das läuft so ab, dass ich halt eben an dem Ort, an dem ich bin oder in der Stadt herumlaufe und das erkunde und dann auch auf diese Orte treffe und dann selber da irgendwie fasziniert von bin, teilweise auch ein bisschen eingeschüchtert oder verängstigt. Und dann, oh, was ist das denn? Okay. Weiß das einer, was das hier ist? Oh, vielleicht gefällt Ihnen was nicht. Wir sind gebombt worden. Okay. Ah gut, er hat doch ganz viele Herzen. Na gut, dann gefällt Ihnen das doch. ja, bitte ein Follow da lassen und die Likes nicht vergessen. Wo war ich jetzt? Also ich fotografiere diese Orte dann ganz oft, ganz aus ganz vielen Perspektiven, teilweise über mehrere Stunden und auch Tage hinweg, wenn das Wetter es zulässt, und ja, setze dann die Bilder eben aus mehreren Bildelementen zusammen. Kann auch gut sein, dass ich da aus 3D-Programmen noch was hinzufüge. Mhm. Und für mich, jetzt muss ich noch sagen, die Arbeiten sind halt in den letzten 3 Jahren entstanden. Der Kontrast zwischen dieser gestischen Ebene und deinen Arbeiten ist gerade kurze besonders Ansage, schön. Also wir haben noch 5 Minuten. Ja. Und, ich weiß ja, wenn ich reingelassen habe, wer hier rummacht. Also ich will alle rausschmeißen, die in den letzten 3 Minuten reinkamen. Gute Laune hier verbreitet. Ja. In den letzten 3 Jahren sind eben die Arbeiten entstanden in ganz unterschiedlichen Ländern, in Deutschland, in Tschechien, dem Iran und in Kanada. Mhm. Und obwohl die Orte eigentlich ja menschgemacht sind, symbolisieren die für mich eher ja auch die Willkür und Aggressionen, denen der Mensch ausgesetzt ist und auf die er meist dann eben nur mit Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit, Angst reagieren kann. Darf ich dich dazu vielleicht kurz fragen, während wir hier dieses Sternenspektakel, das sich hier über diese teils Plattenbauten ergießt, beobachten? Kurze Frage. In den Arbeiten habe ich das Gefühl, sowohl in den frühen als auch in denen jetzt fast noch eindrücklicher, dass es Verhältnis von Mensch und Ordnung gibt, in dem der Einzelne eine relativ wenig gestaltende oder wenig starke Position gebracht ist. Oder du bringst was zum Ausdruck, was du wahrscheinlich in der Welt, in der du dich bewegst, beobachtest, und das manifestiert sich in den Arbeiten. Ich wollte aber dazu nochmal fragen, eben nochmal auf diesen Aspekt der Zwänge zurückkommt, wenn das resultierende Bild, das verdichtet diesen Eindruck. Mhm. Wie siehst du die Funktion dieser Bilder für die BetrachterInnen? Versuchst du denen was bewusst zu machen, was ihr Leben prägt? Oder würdest du sagen, dass die Bilder irgendwo einen Moment haben, wo du was umdrehst und vielleicht irgendwie einen Weg aufzeigst, durch den es eine Art Ausweg oder Veränderungsmöglichkeit gäbe? Oder bleibst du in dieser Analyse von diesem Zustand von? Erstmal das mit den Zwängen hast du ja da toll schon zusammengefasst. Ich finde halt, ja, wenn man sich das hier anschaut, man wird halt durch diese Umgebung, diese bebaute Umgebung, ja, zu irgendwas gezwungen, weil ich
nicht mehr mich frei bewegen kann eigentlich. Also ich kann bis da hinten natürlich zu dieser Absperrung gehen, aber nee, dann geht es halt nicht weiter. Und ich muss auch um diesen Block meilenweit herumlaufen oder ich gehe eben da unten in diese dunkle, rot beleuchtete Shopping-Mall rein. Viel anders kann ich aber nicht machen. Und ja, zu deiner anderen Frage. Ja, das ist schon irgendwie so eine Aufnahme des Statuses quo. Aber ich hoffe natürlich auch, dass vielleicht dadurch, dass man das eben, ich meine, das ist ja jetzt schon noch verdichtet, es ist ja nicht immer ganz so extrem, ja, dass Leute vielleicht sehen, okay, ist vielleicht nicht so toll, vielleicht könnte man da irgendwas machen oder zumindest, dass sie darüber nachdenken und ja, ich will jetzt nicht sagen aktiv werden, das ist, glaube ich, zu viel des Guten, aber zumindest überlegen können, ob das so gut ist. Ich meine, es geht ja nicht nur um die bebaute Umgebung, es geht ja um ganz viele ja, Krisen eigentlich, die man so hat. Und irgendwo hat man da ja, glaube ich, auch Möglichkeiten einzugreifen. Und da vielleicht noch darf ich noch mal kurz reinspringen? Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal den geteilten Screen, machen wir jetzt noch mal zu und machen wir noch mal auf. Ich glaube, ich habe jetzt alle Störenfriede entfernt. Das ist dann stoppe ich die Freigabe einmal, ja? Ich hole es einfach zurück und dann gebe ich es wieder frei. Ja? Das war nämlich eine Freigabe, wo eigentlich jeder hier auch mit machen kann. Stopp du nochmal deinen Screen, bitte. So, und jetzt gebe ich es nochmal frei und dann sind wir auch fair in der Zeit und machen ein bisschen länger. Großes Kompliment an Timo und Nadine, dass sie sich davon überhaupt nicht aus der Fassung haben bringen lassen. Nee. Gott, das also. So, ja, jetzt kann es weitergehen. Bitte, dann haben wir jetzt noch 3 Minuten. Genau. Genau, ich wollte noch kurz eine Frage anschließen und zwar, weil mich das doch interessiert. Einerseits, ich habe das Gefühl, es sind ja meistens doch menschliche Akteure in den Bildern zu finden, die an, für mich persönlich erinnern, die mich an Visualisierungen oder auch klassische Architekturfotografie, in der die Figur eher als ein Indikator für Scales, also Größenverhältnisse und Proportionen fungiert. Aber es scheint hier doch eher um eine auch gesellschaftliche und systemische Reflexion dir zu gehen. Deswegen wollte ich daran nochmal angeknüpft fragen, an wen sich deine Fotografien richten. Mich würde interessieren, was ist vielleicht die Zielgruppe oder der Kontext von BetrachterInnen, die du konkret ansprichst? Oder falls es eine breite Gruppe ist, trotzdem, wen hast du vom inneren Auge, für wen machst du diese Arbeiten? Wow, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Eine, die ich vermutlich auch an dich gestellt hätte, also wo du das sehen würdest. Also zuerst mal muss man ja ganz klar sagen, mache ich das für mich selber, weil zum einen macht mir das Spaß und es sind irgendwie Sachen, die mich bewegen, über die ich mir eben Gedanken mache und ja, die ich dann visualisiere. Tja, Betrachter. Also ich habe die Arbeiten jetzt noch nicht ausgestellt, die anderen Arbeiten habe ich natürlich ausgestellt. Naja, ich meine, Leute, die natürlich Interesse haben an Fotografie, für die wäre das natürlich interessant, aber auch für Leute, die Interesse haben an eben politischen oder gesellschaftlichen Themen, ist das sicherlich interessant. Also ich kann mir das sowohl als Buchpublikation vorstellen, als auch in einem musealen Kontext. Ja. Dann wüsste jetzt nicht genau, wie ich das einschränken würde. Wo ich kann ja schlecht sagen, hey, nee, das ist nichts für euch oder so. Nee, verstehe ich. Ich kann vielleicht aus meiner Sicht das dir beantworten, wie ich es wahrnehme. Ich denke, dass es interessant ist, wie du ja reale Räume transformierst und darin eine Beobachtung verdichtest, die sich auf gesellschaftliche Systeme bezieht und wie sich in öffentlichen Räumen vielleicht gewisse Machtstrukturen manifestieren und die überhöhst du dann noch durch digitale Bearbeitung. Ich kann mir
durchaus die Arbeiten auch im Dialog mit dem öffentlichen Raum vorstellen. Also als du am Anfang Leuchtkästen gezeigt hast, aber auch jetzt diese Arbeiten, finde ich gerade interessant, wenn es fast so einen Glitch-Effekt gibt, wenn ich mir jetzt teilweise diese Architekturfotografien auf diesem Platz in einer gewissen Größe vorstelle. Mhm. Und ich mir vorstelle, es überlagert sich hier so eine Art digitales Rendering, sage ich mal, von diesem realen Ort, der irgendwie zeigt, welche ästhetischen Gestaltungsmittel auch die Menschen benutzen, die diese Räume bauen oder die Unternehmen nutzen, die Daten analysieren und dann Kapital schaffen, dass diese Orte entstehen lässt, könnte ich mir vorstellen, dass da gerade im Dialog vielleicht noch was Spannendes passiert. Also nicht nur eben in einem Galerieraum oder in einem geschlossenen Bildformat. Ja, das könnte gut sein, da hast du recht, glaube ich. Und damit sind die 20 Minuten auch vorbei, inklusive Verlängerung. Ich hoffe, vielen wir Dank. Nehmen den Faden. Ja, vielen Dank dir. Da nachher nochmal auf. Herzlichen Dank, Nadine, für die genauen Fragen. Die, ach schade, Geduld. Wir sind gar nicht zum letzten Bild gekommen. Wir sind nicht zum letzten Bild gekommen. Das gehört auch zur Erfahrung dazu. Kannst du nochmal schnell aufs letzte Bild gehen, dann können wir vielleicht nachher nochmal da drauf eingehen. Zack, zack, zack. Ja, hier. Ja, das wäre das letzte Bild gewesen, was jetzt neu ist. Und jetzt gehen wir weiter und ich hole unseren letzten Experten hier rein. Der wartet nämlich schon. Und ich gehe heraus. Nein, bitte da bleiben. Einfach zurücklehnen, anschauen. Und wenn Gunter Dietrich fertig ist, dann gehen wir in die Diskussion. Zuerst im Kreis zwischen Timo und den Reviewern und uns. Und dann öffnen wir das dann für alle, die da sind. Ich lasse jetzt auch niemanden mehr rein. So, außer Gunter. Andreas, ich stelle Gunter nochmal vor. Ja, gut. Dann warten wir mal, bis er hier ist und den Weg zu uns gefunden hat. Gunther, kannst du uns hören, sehen? Ja, ich kann dich sehen, ich kann euch alle sehen. Hallo, guten Abend. Hallo, hallo. Wir können dich noch nicht sehen. Hast du eine Kamera? Ja. Sehen wir ein Bildschirm. Bildschirm freigeben. Bildschirm freigeben, nicht. Du musst die Kamera anstellen. Das ja, okay. Ah, hier will ich ja mehr. Bildschirmfreigabe brauchen wir nicht. Die hast du jetzt starten wollen. Achso, das war Quatsch. Das Video ist unten links im Menü, da wo auch das Audiozeichen ist. Da ist so eine Kamera. Wenn du runtergehst an den Bildrand von Zoom. Video starten. Hallo. Ja, da ist er. Hallo. Hallo. Jetzt hat es geklappt. Hallo, grüß dich. Ja, dann sage ich mal Hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben heute Timo Kloss aus Düsseldorf, der seine Arbeiten dir zeigen möchte. Und bevor wir mit den 20 Minuten starten, stelle ich noch kurz Gunter Dietrich vor. Geboren 1967 in Geislingen, Westdeutschland, studierte Philosophie und vergleichende Literaturwissenschaft an der TU in Stuttgart und dann freie Kunst mit Schwerpunkt Fotografie und Video an der Hochschule der Künste in Berlin bei Katharina Sieberding und Dieter Appelt. Langjährige selbstständige Tätigkeit im Bereich Film, Content Management, Publikation, Mediengestaltung, Kunstmarkt. Seit 2008 Gründer und Verantwortlicher der Fotoedition Berlin. Du hast da auch in der Galerie Fotoedition Berlin lange Ausstellungen gemacht und warst einer der ersten, die die generative Fotografie von Gottfried Jäger und Freunden wieder ins Licht gebracht hast. Und jetzt ziehen wir uns zurück und ich schalte die Uhr an. 20 Minuten starten. Timo darf wieder von vorne loslegen und nach 15 Minuten sage ich kurz an, dass noch 5 Minuten überbleiben. Und jetzt kann es losgehen. Bitte, Timo. Okay. Ja, hallo. Ich werde direkt mal anfangen. Mein Name ist Timo Kloss. Ich lebe und arbeite seit kurzem in Düsseldorf und habe 2011 meinen Abschluss gemacht in visueller Kommunikation und arbeite seitdem künstlerisch mit den Medien, Fotografie und Video. Und im Zentrum meiner Arbeiten steht der Mensch. Ich bin fasziniert von seinem Verhalten und den Zwängen und Widersprüchlichkeiten, denen er unterliegt. Und ausgehend von meinen eigenen Gefühlen
zeige ich den Menschen in Bezug zu seiner Umgebung, der Gesellschaft und sich selbst. Und ich habe dazu zwei Serien heute mitgebracht. Einmal die älteste Serie und die neueste Serie. Und ich fange jetzt direkt mal mit der älteren Serie an. Die Serie heißt White Rooms, ist von 2007 bis 2014 entstanden und umfasst bis jetzt 14 Arbeiten. Und ja, das Ziel war es, gängige Verhaltensweisen und Veränderungen unserer Gesellschaft darzustellen. Und die Inspiration dazu kam durch längere Aufenthalte, bei denen ich in einer anderen Gesellschaft gelebt habe und andere Kultur kennengelernt habe, aber auch unsere eigene mal von außen sehen konnte. Und ich würde gerne erstmal erklären, wie die Bilder entstehen. Und da habe ich ein Bild mitgebracht, wie der ursprüngliche Aufnahmeraum aussieht. Und zwar ist das so ein großer Parkplatz. Und da habe ich eben die Person, die dort steht, fotografiert und stand mit der Person per Funk in Kontakt und habe sie angewiesen, wie sie sich zu bewegen hat und habe sie dabei halt immer weiter fotografiert. Und dabei sind halt ja tausende Fotos entstanden, die ich dann im Nachhinein bearbeitet habe. Sprich, hat die Person ausgeschnitten vom Hintergrund und dann immer zu diesen Formationen in einem Bild zusammengefügt. Und jedes Bild hat eben eine andere Formation. Und aber es gibt natürlich einige übergreifende Themen wie Anonymität und Austauschbarkeit, aber auch Überwachung durch diese erhöhte Perspektive, Transparenz und durch diese strikten Anordnungen auch Anpassung, Selbstbestimmung oder Freiheit. Wenn du eine Frage hast, kannst du mich gerne unterbrechen. Das hat eben auch prima geklappt. Ansonsten erzähle ich einfach weiter. Dann würde ich gerne noch zeigen, wie ich die Arbeiten präsentiere. Und zwar so als Leuchtkästen. Die Leuchtkästen haben eine Größe von 1,65 mal 1,50 mal 7 cm. Und in einigen Ausnahmefällen habe ich noch so Acrylinstallationen gebaut, wo die Personen dann nach ihrer Position im Bild auf verschiedene Acrylplatten gedruckt wurden und dann hintereinander montiert wurden. Dadurch ergibt sich dann wieder so ein Raum, der dem ursprünglichen Aufnahmeraum ein bisschen entspricht. Soll ich weitermachen? Ja, ich habe eine kurze Frage. Ist das denn immer dieselbe Person? Das ist ein und dieselbe Person. Okay. Mit der war ich öfters auf diesem Parkplatz und habe sie öfter da lang geschickt und fotografiert. Und ja, also ich meine, was ja offensichtlich ist, dass es hat ja mehr eine zeichnerische Anmutung, das Fotografische tritt also definitiv für mich jetzt so in den Hintergrund. Das war so gewollt, dass es diesen Zeichnungscharakter hat. Nicht unbedingt, dass es einen Zeichencharakter hat. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht, welchen Charakter es hat. Ich habe halt so gearbeitet und es ist so entstanden. Für mich auf den ersten Blick, erstens kann man natürlich nicht sehen, dass es ein und dieselbe Person ist. Also die Person verschwindet dann in der Masse natürlich. Und, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich hier mal in ein Bild reinzoome. Da kann man das nämlich schon erkennen, dass das ein und dieselbe Person ist. Sagen wir, bei der Präsentation würde man das jetzt, glaube ich, auch ganz gut erkennen können. Ja gut, dann erzähl mal weiter. Seit wann machst du die Serie? Also die Serie ist zwischen 2007 und 2014 entstanden.
Oh, doch, so ein, also so ein Langzeitprojekt quasi bei dir, oder? Ja, doch. Das hat schon länger gedauert und ja, teilweise habe ich dann tatsächlich nur ein Bild auch in einem Jahr gemacht. Da die Arbeitszeit tatsächlich vor allem bei den späteren Bildern wie diesem hier doch mehrere Monate in Anspruch genommen hat. Und ja. Das heißt, du machst das dann danach, also du stellst die Figur frei von jedem einzelnen Foto. Genau. Machst du dir eine Maske und dann kopierst du später und machst es danach. Nee, also das ist tatsächlich so. Ich schneide das tatsächlich wirklich einfach mit diesem Lasso-Tool sozusagen aus, das es in Photoshop gibt. Und ja, das habe ich ungefähr 8 Monate lang gemacht, nur das Ausschneiden dieser Personen. Tag ein, Tag aus. Und ja, letztendlich ist es dann dazu gekommen. Also was mir auffällt, wenn jetzt in der Kürze der Zeit ist, also man fragt sich dann schon, also ich hätte jetzt den Wunsch, zum Beispiel ein Gesicht zu sehen. Mhm. Von demjenigen, also wenn man dann eine Einführung in die Arbeit hat oder man hat ein beilegendes Erklärung zu der Arbeit, wer ist diese Person, wie kommt es dazu, wie ist das Verhältnis über die Jahre, also auch zu dieser Person, wie hat sich das verändert, wie nimmt er das wahr, wenn er sich dort in so einem Massenpulk von duplizierten Ichs wiederfindet, kann er sich da wiedererkennen oder ist er rein zu einem Stereotyp geworden, den du dann quasi verwurstest und zu deinen Ideen machst, wie du ihn also die Frage zwischen der Individualität und dem, wie du ihn sozusagen klonst als Massenphänomen, das finde ich interessant und eine Herausforderung. Also deshalb wäre so mein Wunsch, tatsächlich vielleicht wäre einmal auch ein Gesicht zu sehen, wo man die Person identifizieren kann, oder geht es dir darum nicht? Also ist er tatsächlich ein Platzhalter quasi für deine... Ja, also ich sehe das eher tatsächlich auch eben als so ein Platzhalter, im Prinzip für jeden von uns. Ja, zu den anderen Fragen. Ich habe immer noch guten Kontakt zu der Person. Alles bestens. Ich glaube auch, dass sie doch immer noch zufrieden ist, da mitgemacht zu haben. Ja. Und 2014, ja, und wie ging es dann weiter? Ist das jetzt für dich abgeschlossen? Ja, tatsächlich habe ich da nicht mehr dran weitergearbeitet. Ich hatte zwar immer noch Ideen, aber es hat sich irgendwie nichts ergeben, sozusagen. Aber ich könnte ja mal zur nächsten Serie kommen. Ja. Das wäre nämlich dann die neueste Serie, die sich Compound Effect nennt. Der Begriff leitet sich eigentlich von so einer Investment- oder Anlagestrategie ab, bei der die Gewinne immer reinvestiert werden, damit sich das schneller vermehrt. Aber ich fand das halt in Bezug auf die Gesellschaft ganz interessant, denn ich habe das Gefühl, dass zumindest die westliche Welt die letzten 20 Jahre auch von Krise zu Krise schlittert und sich das Ganze eben auch verschlimmert und verstärkt. Und hier habe ich auch nochmal so einen Vorher-Nachher-Vergleich, damit man sehen kann, dass die Räume nicht immer so existieren, wie sie denn im finalen Bild auch aussehen. Sondern ich entdecke eben diese Orte bei Spaziergängen beispielsweise durch die Stadt, bin dann selbst ja fasziniert oder auch verängstigt oder irgendwie eingeschüchtert von diesen Orten und warte dann auf das richtige Wetter, um dorthin zu gehen und fotografiere dann über mehrere Tage, Stunden hinweg, um auch Veränderungen und Vorgänge dort festzuhalten. Und auch aus unterschiedlichen Perspektiven und setze dann nachher eben die Bilder aus mehreren Bildteilen zusammen. Entferne teilweise ganz viel, ja, wie das hier eben auch geschehen ist. Kann aber auch sein, dass ich
Bildteile hinzufüge aus 3D-Programmen oder aus anderen Bildern, die ich irgendwo gemacht habe. Und ja, die Serie ist von zwischen 2019 und 2000, also bis jetzt entstanden, und ich würde auch gerne noch daran weiterarbeiten. Und die ist entstanden an ganz unterschiedlichen Orten in der Welt, in Deutschland, Tschechien, dem Iran und in Kanada. Und ja, die Bilder zeigen oft ja, so Zeichen von Verwahrlosung oder Unglück. Und oft sind die Gebäude auch irgendwie so seltsam überproportioniert und deplatziert. Und ja, obwohl die Räume ja eigentlich menschgemacht sind, finde ich, also für mich symbolisieren sie eher so die Willkür und Aggression, denen man als Mensch auch ausgesetzt ist und ja, auf die man oft nur mit Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit reagieren kann. Und ja, ich finde, das ist eine ganz gute Metapher eigentlich für den Zustand unserer Gesellschaft. Ja, aber da ich die Arbeit noch nicht präsentiert habe, habe ich leider auch keine Ausstellungsansichten, aber ich stelle mir das eher traditionell gedruckt und gerahmt vor. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein ganz neues Bild, was ein bisschen surrealer ist, aber eigentlich einen ganz guten Bogen schlägt zu der ersten Serie, die ich vorgestellt habe. Ja, das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite mit den Bildern. Ja, das heißt, du bist viel unterwegs als professioneller Fotograf, oder machst du das, also lebst du als professioneller Fotograf von der Fotografie? Nein, leider nicht. Und ja, machst du auch kommerzielle Arbeiten, oder ist das war von Anfang an klar, du siehst die Fotografie als ein künstlerisches Medium? Ja, eigentlich schon. Ich habe halt einfach die Sachen gemacht, die mich interessiert haben. Ich habe mal assistiert bei kommerziellen Fotografen, fand das aber nie irgendwie, ja, wirklich interessant oder erfüllend. Ja, so dass ich mich halt auf die Sachen konzentriert habe. Und wenn du sagst, du warst im Iran und wo auch immer auf der Welt, dann versuchst du von dieser Reise oder wie die Stimmung dort war, das in ein oder zwei Bildern ein Synonym für zu finden. Ich würde das jetzt nicht mal, also ich meine, die Sachen oder die Bilder sind in verschiedenen Ländern entstanden, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt das Bild, was für mich den Iran symbolisiert beispielsweise, oder Teheran, oder hier wäre es jetzt Montreal in dem Fall. Ich habe herausgefunden, dass es eben viele Sachen gibt auf der Welt, die sehr ähnlich sind. Also vielleicht weiß ja einer, wo das ist. Man kann dann halt nicht immer sagen, wo das ist. Und tatsächlich finde ich das auch gar nicht so wichtig, denn ich denke, dass die meisten Menschen auf der Welt ähnlichen Problemen entgegenschauen, so dass das eben nicht so wichtig ist. Also ich glaube, jemand aus dem Iran kann sich genauso gut mit dem Bild hier aus Chemnitz vielleicht identifizieren oder etwas dazu denken oder fühlen, vor allem. Genauso wie jemand aus Chemnitz vielleicht hier zu Montreal auch ein Gefühl hat. Und das wäre halt für mich eher das Wichtige. Ja, ich kann das sehen. Da gibt es verschiedene Topics, die auch verbinden. Die Einsamkeit, die Anonymität, der Brutalismus in der Architektur,
die Verlorenheit des Menschen und auch die Zerstörung der Natur. Vieles kann man da sehen, angedeutet. Du versuchst das dann durch die Titel. Du gibst den, das ist jetzt hier der Dump. Und kann ich nochmal sehen, die anderen? Eraser war da, Confrontation. Ja. Wie wichtig sind dir die Titel? Das ist dann... Ja, das ist eine gute Frage, denn das hat sich tatsächlich geändert zu den Serien davor, wo ich alles einfach durchnummeriert habe. Bin ich jetzt ja bei der Serie dann dazu übergegangen, das zu betiteln. Was ausschlaggebend war, weiß ich gar nicht mehr. Ja, in gewisser Weise geben die Sachen, glaube ich, so einen Hinweis auf das, auch was im Bild geschieht, obwohl ja ganz unterschiedlich, also auf das, was zum Beispiel im Bild geschieht, aber auch auf persönliche Sachen. Ja. Ja, das finde ich ganz wichtig, die Titel. Erst damit, also bin ich jetzt sozusagen dann auch bereit und sehe nicht nur zwei brennende Autos, sondern wenn ich jetzt ein Buch oder mehrere Bilder von dir vorstelle, dann habe ich die Titel, dann kann ich mich in deine Gedankenwelt, was du da siehst, was ja auch fiktive und auch überinszenierte Bilder sind, auch wenn sie sehr reduziert sind, Sachen weggenommen, dies und das, auf jeden Fall manipulierte Bilder, die wo der Titel eigentlich dann das Entscheidende, der Hint sozusagen ist, um zu verstehen, um was es dir da geht. Ja. Mhm. Das ist das, was ich am Anfang sozusagen gefragt hatte, wie stark der eigentliche Ort oder in dem Fall bei deiner ersten Serie der einzelne Mensch, also seine Persönlichkeit eine Rolle spielt. Hier sehe ich dann, was du später gemacht hast, das ist Teil, wie du auf die Welt schaust, also wo dann sozusagen, wo der Einzelne dann sich versucht, in bestimmten Muster wiederzuerkennen oder. Kurze Zeitinfo, noch 3 Minuten. Ich bin 2 Minuten zu spät. Mhm. Ja, ist gut. Und also was auffallend ist jetzt gerade mit dem zu der ersten Serie, diese Wiederholung. Ist ein starkes Motiv bei dir, um etwas zu verdeutlichen. Aber auch da bleibt die Frage sozusagen, ich finde die aber sehr interessant, die brauchen allerdings dann sehr viel Raum um sich herum. Also freien Raum und vielleicht könnte ich mir vorstellen, eine textliche Begleitung. Mhm. Schreibst du denn auch, wenn du, oder überhaupt schreibst du, wenn du arbeitest oder an einem Bild, machst du dir Notizen, hast du Gedanken dazu, die dann nachher vielleicht als nur auf den Titel noch kommen? Oder? Naja, also eigentlich nicht wirklich. Also ich schreibe, notiere mir natürlich meine Ideen, aber ich schreibe jetzt, naja, notgedrungen eben zu den Arbeiten. Man muss ja oft ein Statement oder eine Projektbeschreibung einreichen. Dann muss ich das machen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich wirklich zu jedem einzelnen Motiv irgendwie mir was notiert habe. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Kleine, kurze, knappe Texte, das kann poetisch sein, das kann eine Folge von Stichworten sein oder so. Vielleicht probier das mal aus, denn der das anschaut, mit auf die Reise zu nehmen, die gedankliche Reise, die dich dorthin gebracht hat. Mhm. Nur als Versuch mal für dich, ob so eine Text-Bild-Kombination vielleicht das
das gegenseitig noch befruchtet. Dass es nicht nur eine sozusagen eine visuelle eine Ansicht ist, wo der Betrachter dann damit alleine gelassen ist, soll er sich doch denken, was ich mir dabei gedacht habe. Oder das könnte ich mir gut vorstellen, das würde der Arbeit vielleicht gut tun, da ein bisschen mehr Persönliches sozusagen oder auch Philosophisches oder Poetisches. Das würde, also für dich, vielleicht probierst du das mal, wie das an einem Werk funktionieren würde. Und von der Präsentation denke ich, dass er auch größer, vielleicht so ein Meter auf 1,50 Meter, dass es tatsächlich auch im Raum eine Präsenz hat. Und damit sind auch hier die 20 Minuten vorbei. Dann danke erstmal. Danke an Gunther, Nadine, Hermann und an Timo. Gerne. Während ihr euch noch unterhalten habt, habe ich mich mit Andreas ein bisschen im Chat beratschlagt, wie wir jetzt weitermachen, weil wir haben so viele mögliche Fragen, von denen wir ausgehen können. Ich denke, wir fragen erstmal Timo, Andreas. Ja, relativ früh kam die Frage von Dieter Kempjak, der so ganz böse gebombt worden ist und der gar nicht wiedergekommen ist anscheinend. Er stellte die Frage oder ihm fiel auf, dass deine Präsentation sich verändert hatte. Dein Einstieg textlich war beim zweiten Mal anders. Du hast eine steile Lernkurve gehabt, indem du gleich die Ursprünge deiner fotografischen Betätigung thematisiert hast oder erwähnt hast. Ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor, und ich weiß auch, dass es so ist, dreimal hintereinander das Gleiche zu erzählen und dabei immer so zu tun, als wäre man Feuer und Flamme das erste Mal dabei und als wäre das ganz neu und frisch. Das ist wirklich eine spezielle Situation in diesem Format hier. Ne? Alles gut. Der einzige Grund war nur, dass Hermann direkt mit mehreren Fragen gestartet hat und ich gar nicht dazu gekommen bin, meinen Text runterzurattern. Und dann hatte ich halt gesehen, oh, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Na gut, kürzen wir das Ganze ein bisschen ab und bin dann in meiner Präsentation eben ein bisschen später eingestiegen. Das war der einzige Grund. Ansonsten hätte ich das genauso gemacht. Ja, und du merkst gar keinen Unterschied. Also mir ist zum Beispiel jetzt auch aufgefallen, dass in der dritten Runde, dass du dann doch, mein Bildschirm ist gerade rübergesprungen, dass du in der dritten Runde doch ein bisschen straffer rangegangen bist, aus der Erfahrung des vorherigen Males, dass du nicht bis zum letzten Bild durchgekommen bist. Also irgendwie gibt es doch eine kleine Motivation. Ja, ich denke, dass es sich immer ganz, ganz individuell entwickelt. Also mit Nadine hat sich eigentlich so ein tolles Ping-Pong quasi entwickelt, was ich eigentlich sehr gut fand. Und Gunther hat mir mehr Raum gelassen, sodass ich ja quasi eigentlich meinen ganzen Text einfach aufsagen konnte. Ich denke, man muss sich da irgendwie eben der Situation anpassen. Ich denke, was man hier gesehen hat, ist ganz normal. Ja? Also man hat so was vorbereitet, geht rein und dann hängt es immer von dem Ping-Pong ab. Und vielleicht fassen wir jetzt auch mal für Nadine und für Gunther zusammen. Hermann hat auch mich überrascht, indem er ganz am Anfang gar nichts sehen wollte, sondern wollte erst mal wissen, wie Timo zur Fotografie kam, was ihn inspiriert hat. Und dann haben sie so 6 Minuten drüber geredet, ohne dass Timo ein Bild gezeigt hat. Und dann fing es erst an. Ja. Und vielleicht bleiben wir gerade dabei und du kannst mich korrigieren, Hermann, wenn ich das falsch zusammenfasse. Du hast dir das erstmal auch zeigen lassen. Dein Favorit war Compound-Effekt in der Mitte.
Ja, das erste war der dann zu weit weg, glaube ich, vom Fotografischen. Und du hast Ja. dann eine dystopische Linie diagnostiziert und hast ihn auch ja, nach der Präsentation gefragt. Habe ich noch irgendwas vergessen, was jetzt wichtig wäre zu erwähnen als Zusammenfassung? Na, eigentlich nicht, aber ich glaube, das ist bei uns allen dreien letztendlich rausgekommen, dass diese Beschäftigung mit der Welt, diese Dystopie, die alle Fotoarbeiten in sich haben, dieser vereinzelte Mensch, diese Landschaften, die bearbeitet sind und die zwar noch Realität versprühen, aber eigentlich sehr surreale Landschaften sind. Das ist so, also all diesen Arbeiten liegt schon gemeinsamer Nenner zugrunde. Aber wir haben halt alle, wie es auch üblich ist, bei Portfolio Reviews oder in Jury-Sitzungen ganz eigene Zugangsweisen auch zu fotografischen Arbeiten. Und ich komme sehr stark aus der Fotografie, aus der puren, puristischen Fotografie. Und dann ist es logisch, dass mich solche Arbeiten, die zwar spielen mit der Fotografie, aber dass die interessanter für mich sind als hyperkonstruierte Bilder. Ja, es war ja auch von mir so ausgesucht, dass ich von vornherein Genau. weiß, die Experten liegen auseinander. Und vielleicht nochmal für Gunther zusammengefasst, Nadine Isabel Henrich hat sehr viel, sehr genau nachgefragt, gerade auch bei der ersten Arbeit, ja. Fragen, die Hermann jetzt nicht gestellt hat, auch einige, die du nicht gestellt hast, sodass am Ende eigentlich ja kaum noch Zeit war, das letzte Bild zu sehen. Und das Spannende ist, dass die Nachfragen sich wirklich unterscheiden. Es geht auseinander. Ich glaube, Timo hatte auch Fragen vorbereitet an die Expertin. Du bist nicht wirklich dazu gekommen, oder? Nee, bin ich nicht, aber ja, alles gut. Also ich habe viel mitgenommen, viel interessantes Feedback bekommen. Das ist, glaube ich, eigentlich noch viel, viel wichtiger. Wobei ich muss dich bestärken, Timo, ich finde es sehr spannend, wenn man von Projekt zu Projekt springt und sich ein neues System ausdenkt und formal durchaus unterschiedliche Werkblöcke hat. Also ich finde das immer spannender. Wenn Künstler oder auch Fotografen sich in ihrer Arbeit verändern, weiterentwickeln, sich etwas Neues ausdenken, neue Werkgruppen entstehen, die vielleicht sogar parallel nebeneinander funktionieren, letztendlich bleibt immer die Frage der Erzählung übrig. Und ich finde, das ist aber eine sehr schöne Erzählung. Die beginnt mit diesem typisch dystopischen One-Man, der sich verliert in der Masse. Aber ich glaube, die Geschichte ist besser ausformuliert bei Compound-Effekt. Ich sehe da diese Arbeit, da würde ich dem Gunther zustimmen. Also ich würde die Arbeiten auch größer machen. 70 mal 80 finde ich zu klein jetzt. Aber ich sehe da auch ein wunderbares Buch im Entstehen. Ja. Ich hätte dazu noch eine Anmerkung, weil ich das interessant fand, was Gunther in Bezug auf die Textebene und die Titel gefragt oder hervorgehoben hat. Und was mich interessiert ist, einerseits, dass du ja auch gemeint hast, eine Inspiration kommt vielleicht auch aus diesem Aspekt von Statistik, Datenvisualisierung und eben aus sehr fotografiefernen Bereichen. Und ich wollte dich noch fragen, könntest du dir auch eine Kooperation vorstellen, in der du mit jemandem aus einem Feld zusammenarbeitest, der oder die tatsächlich mit einer wissenschaftlichen oder soziologischen Ebene arbeitet und dann Dialog entsteht zwischen Bild und Wissenschaft, weil ich schon das Gefühl habe, dass du teilweise sehr methodisch arbeitest oder dich eben, sage ich mal, Patterns oder Muster im Raum interessieren, die aber für ein System stehen. Und ich hatte das Gefühl, weil eben die Textebene spannend wäre, ich frage mich nur,
Muss es so eine Art Autorennarration sein, die von dir kommen muss? Oder könntest du dir auch vorstellen, mit gefundenen Texten oder eben einem Dialogpartner oder einer Partnerin vielleicht mal zusammenzuarbeiten? Hattest du schon mal so Kooperationen, außer dem One-Man? leider noch nicht. Ich habe immer mal gesehen, dass es so Residencies gibt, wo Künstler dann halt eben mit irgendwelchen in wissenschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten können. Könnte ich mir absolut vorstellen. Also gerade Soziologie ist was, was mich auch interessiert, wo ich auch viel zu lese. Von daher klar, also wäre ich absolut offen für. Und sicherlich auch bei anderen Sachen müsste man mal überlegen. Aber klar, Datenvisualisierung, alles, was in die Richtung geht, ist natürlich auch super interessant. Aber ja, es gibt so viel Interessantes, dass es ja schon schwierig, da was auszuwählen. Mhm. Aber ich denke, das wäre ein sehr guter Ansatz. Also wenn man, manche sind ja nicht oder glauben, sie können nicht schreiben oder glauben, das ist zu intim oder vielleicht zu wenig wissenschaftlich. Das weiß ich von den Fotografen, die dann eher bildlastig sind. Aber das stimmt meistens gar nicht, sondern das ist auch da, muss man sich sozusagen befreien. Und deswegen so Kooperation mit anderen. Also um deine Bilder besser zu verstehen, die einzelnen Bilder, die sehr solitär sind, würde ich das, also die Textebene würde ich ganz wichtig finden. Also wenn du zum Beispiel ein Buch darüber machst, wird es nicht ein reines Bilderbuch sein, weil das sich dann nicht von alleine erklären wird. Mhm. Also insofern, man muss den Betrachter eigentlich auch immer mitnehmen. Ich kenne das von den Lektoren bei den Verlagen, also die meisten sagen den Autoren, nimm den Leser mit auf die Reise. Also das und das ist bei den Bildern genau dasselbe. Mhm. Ich würde gern nochmal auf ein, quasi eine Art Metathema zurückkommen. Und zwar hat der Boris ja vorhin schon angedeutet, dass wir relativ unterschiedlich gelagert sind, was die Kenntnis und die Vertrautheit mit Portfolio-Viewings anbelangt. Und zwar ist Boris ja extrem erfahren und ich habe in meinem ganzen Leben ein einziges Viewing mitgemacht. Und ich fand jetzt ganz bemerkenswert, dass die Experten eigentlich relativ wenig Aussagen gemacht haben, sondern mehr Fragen gestellt haben. Also wirklich so nach Motivationen, nach Gedanken zur Methodik und so weiter. Alles Mögliche in Frageform. Und meine Frage jetzt ist an den Timo, hat er das so erwartet oder hätte er mehr direkte Aussage erwartet, deine Arbeit ist so und so? Das interessiert mich mal. Oder ist das einfach wirklich gängig so, dass das in Frageform die Zweifel zum Beispiel an der Arbeit auch ausgedrückt werden? Also ich kenne das ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, das war alles im ganz normalen Rahmen. Also ich habe das tatsächlich lieber, wenn sich so ein Ping-Pong entwickelt, ruhig mit Fragen und dann kann man mehr erklären, weil dann kommt meist, glaube ich, mehr raus, als wenn ich nur meinen normalen Text runter erzähle. Mhm. Ich hatte das nämlich auch schon bei Portfolio-Reviews, dass ich das eben machen musste. Die Leute am Ende dann nur gefragt haben, ja, und was willst du von mir? Da kann man dann gar nicht viel mit anfangen. Also es ist sehr viel besser, wenn von den Reviewern auch ein Interesse da ist an den Arbeiten. Aber ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand danach seine Meinung mir dazu mitteilt und wenn er die Sachen nicht mag, dann ist es halt so. Mhm. Muss ja nicht jeder alles mögen, so ist es halt. Vielleicht fragen wir einfach mal kurz die Expertinnen. Würdet ihr das jemandem sagen, wenn ihr damit überhaupt nichts anfangen könnt?
Oder würdet denken, das ist jetzt nicht so überragend? Oder wie geht ihr damit um, wenn ihr was gezeigt bekommt? Dass ja, also ich habe ja auch sehr viele, bestimmt 15 Portfolio-Reviews in ganz Europa und in China gemacht. Und da ist es, ich versuche erstmal die Person natürlich zu verstehen. Und insofern sind die Fragen meinerseits immer sehr wichtig. Wichtiger wie die Statement. Am Schluss versuche ich dann immer, dann zusammenzufassen, was ich verstanden habe und dann versuchen, das zu artikulieren, wie ich das finde. Aber ohne es zu werten, das ist mir immer ein wichtiger Aspekt. Es gibt kein gutes oder schlechtes Foto, sondern die ist immer die Person dahinter und die Geschichte, die erzählt werden will, ist das identisch mit dem, was die Person, also der Fotograf, sagen will, sehe ich das wieder oder nicht? Und dann kann ich sagen, okay, ich habe das verstanden oder ich habe es nicht verstanden oder es ist zutreffend, es ist gelungen und so. Also ohne zu sehr zu urteilen. Das ist mein Bemühen. Ich würde dazu vielleicht auch sagen, dass es auch individuell je nach Arbeit und Praxis sich richtet, weil ich in dem Fall das Gefühl hatte, White Rooms ist eine sehr konzeptionelle Arbeit, die weniger ein fotografisches Einzelbild anstrebt, das allein für sich spricht und dann auf einer ästhetischen, rein ästhetischen Ebene argumentiert. Und deswegen hatte ich das Gefühl, für mich waren gewisse Fragen wichtig, um die Kernidee und auch das Anliegen zu verstehen, was ja dann im nächsten Schritt überhaupt erst eine Beurteilung bringen kann, ob das in der Arbeit vermittelt wird, ob ich als Betrachterin da mitgehen kann. Andererseits hätte ich jetzt zum Beispiel es auch nicht gewollt, erst das Konzept komplett zu hören, ohne schon Bilder zu sehen. Weil dann ist es eine Folie, die mir mitgegeben wird für die Betrachtung. Und dann projiziere ich das vielleicht zu einem großen Teil auf die Bilder, weil es mir im Vorfeld kommuniziert wurde. Also ich finde diese Gleichzeitigkeit schon sehr wichtig, dass ich betrachten kann und dann die Erzählebene vom Künstler in Bezug setzen kann und dann sehen kann, gehe ich da mit oder wo gehe ich da nicht mehr mit. Und daraus resultiert dann vermutlich meine Meinung zur Arbeit, wie nah die vielleicht an der Intention oder dem Bedürfnis der Praxis dran ist. Also wenn ich eine Portfolio-Review mache, dann passiert da ganz was Eigenartiges. Ich gehe durchaus sehr emotional an die Arbeiten heran und versuche, diese Arbeiten auf mich wirken zu lassen und versuche zu spüren, ob, was der Gunther auch erwähnt hat, was ist das Authentische, dieses visuelle Produkt, das mir jetzt jemand zeigt und passt das auch zu dieser Person und zu seiner Gedankenwelt und seiner Intention und seinen Gefühlen, die er hat. Also das ist einmal so eine emotionale Ebene, aber ich komme dann auch nicht umhin, dass ich diese Arbeiten in den Kontext bereits existierender Arbeiten stelle, die in der Kunstgeschichte bereits gemacht worden sind. Und man versucht dann natürlich diese Arbeiten auch in diesem Kontext zu verorten, in der Zeit, in dem, was gerade produziert wird, wie in der Fotografie gearbeitet wird. Und letztendlich glaube ich aber auch, dass bei einer Portfolio Review man die Aufgabe hat, vielleicht das, was man spürt, weiterzugeben, vielleicht das zu bekräftigen, was man selbst schon in sich hat, weil man diese Arbeiten gemacht hat, aber das noch besser ausformuliert bekommt. Und auch, dass man zum Beispiel Hinweise bekommt, ja, wohin es gehen sollte, was vielleicht ein interessanter Weg wäre oder eine interessante Entwicklung wäre. Und ich habe mir jetzt auch
der gesamten Zeit die Frage gestellt, ob es nicht doch möglich wäre, White Rooms und Compound Effect in einem Buch miteinander zu verbinden. Und wenn man dann die Textebene noch anspricht, vielleicht ist das ein Gedanke, der dir auch weiterhilft, nicht? Das nicht als getrennte Projekte zu sehen, sondern vielleicht kannst du gerade dort das zusammenführen zu einem einzigen Manual, Lebensmanual. Also vielleicht gelingt das. Ich glaube, das ist eine Überlegung wert und das sollte auch bei einer Portfolio rauskommen, nicht? Für den Reviewer. Er sollte vielleicht auch einen Schritt weiterkommen mit seiner Arbeit oder bestärkt werden, etwas noch weiter und intensiver zu machen. Ja, dann haben wir ein schönes Fazit dieses Experiments, für das ich euch alle danke. Ja, Timo und Hermann, Nadine, Gunther, Andreas für den Beistand und alle, die da waren. Das Datum geben wir Mitte März an. Wir haben Mitte März als Expertinnen Marina Paulenka, Artistic Director vom zu eröffneten Fotografisch K in Berlin, Karin Dolek vom Fotofestival Circulation in Paris und Luca De Siena vom Gomma Buchverlag und Gomma Award. Das sind wieder drei sehr unterschiedliche Expertinnen und dann werden wir die mit unserem Fotograf, Fotografin zusammenpacken und schauen, was passiert. Und ja, und bitte unbedingt den Link schicken, weil dann möchte ich gerne wieder dabei sein als Zuhörer. Ihr seid dann die Joker, das wird toll.